Sehr geehrte Besucher, ich stehe nun vor einem Gebäudekomplex, den wir auch landläufig die Pausenhalle nennen. Das ist nicht ganz richtig so, er heißt nämlich St. Josefsbau. Das kommt daher, dass der heilige Josef bei unseren Schwestern der Congregatio Jesu der Hausheilige ist und sie ihn immer bitten, dass er unsere Schulgemeinschaft beschützt. Weil dieser Gebäudekomplex einer von 8 großen Gebäudekomplexen dieser Schule der Gemeinschaftsbildung dienen soll, haben wir natürlich am Eingang wieder unsere Mary Ward. Und ich freue mich, Ihnen zeigen zu dürfen, dass dieser Bau wirklich der Gemeinschaft dient, im einfachen Schulalltag, bei Festivitäten und wann immer wir einen großen Raum brauchen. Bitte begleiten Sie mich hinein. Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, ich sprach vorhin vor der Gemeinschaftsbildung. Ja, und die Gemeinschaftsbildung funktioniert am besten, wenn man auch miteinander isst. So bieten wir euch als gute, gesunde Schule ein warmes Mittagessen an, das vom Franziskushaus für euch täglich frisch gekocht und geliefert wird. Die Ausgabestelle hierfür seht ihr neben mir. In 4 Reihen können sich die Schülerinnen und Schüler den warmen Duft abholen und dann auch wunderbar in Gemeinschaft verzehren. Weil das so gut klappt, sind wir hierfür auch vom Landesprogramm für die gute, gesunde Schule ausgezeichnet worden und auch das katholische Schulwerk in Bayern hat uns diese nachhaltige Schulentwicklung bestätigt. Gerne zeige ich euch jetzt, wo ihr dieses Essen auch einnehmen könnt. Denn wir essen hier nicht am Gang, keine Sorge. Verehrte Besucher, liebe Kinder, wir befinden uns jetzt in der Mensa, in dem Speiseraum, der speziell für die Kinder der offenen Ganztagesschule eingerichtet worden ist. Hier sind sozusagen die VIP-Plätze für euch, die ihr bei uns am Nachmittag lernt und dann auch noch die Freizeitpädagogik genießt. Den Schülerinnen und Schülern unserer OGTS hat es großen Spaß gemacht, diesen Raum selbst gestalten zu dürfen. Und wie ihr an der Dekoration des Raumes und im Hintergrund seht, ist Pause machen einfach toll. Von der Mensa, liebe Kinder, geht es weiter in die Pausenhalle. Der größte Raum im St. Josefsbau, der verschiedene Funktionen für uns erfüllt. Er ist einmal Versammlungsort für Lehrerkonferenzen, für schulinterne Lehrerfortbildungen, für Elternabende, aber natürlich auch Versammlungsort für euch, liebe Schülerinnen und Schüler. Zum einen bietet er viel Platz, um hier Mittagessen zu können, um hier die normale Schulpause verbringen zu können, denn wenn schlechtes Wetter ist, geht man nicht so gern in den Schulgarten. Diese Pausenhalle hat aber noch einen ganz besonderen Ausgang, den ich euch gerne zeigen möchte. Es führt nämlich eine Tür zur Sonnenterrasse und die Plätze draußen sind immer sehr begehrt und fördern die Gemeinschaftsbildung. Verehrte Besucher, unser St. Josefsbau hat natürlich auch einen ersten Stock und wenn Sie mich begleiten in diesen ersten Stock, kommen wir an einem Bild vorbei, das zeigt, wie wir Gemeinschaft verstehen, nämlich viele bunte individuelle Schülerinnen und Schüler, die zusammenhalten und ein bunt gemischtes Bild ergeben. Und dass dieser Zusammenhalt gestärkt wird, das gelingt uns besonders auch in einem Kleinod, den wir im ersten Stock dieses Baus finden. Es ist der Meditationsraum. Aber auch die Technik schreiben wir hoch, denn in diesem Bau befindet sich unser größter PC-Saal. Der ist wichtig für unseren wirtschaftswissenschaftlichen Zweig und wir freuen uns, dass unter dem Dach so viele Arbeitsplätze für die grundtechnische Bildung unserer Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Sie sehen also, der St. Josefsbau dient der Gemeinschaftsbildung und wie jedes Gebäude an unserer Schule erfüllt er ganz viele Funktionen und darüber sind wir von Herzen froh.